Und damit herzlich willkommen zu The Shadows of the Metal Age von Thief 2. Eine, wie sagt man, Modifikation oder ein Add-on. Ähnlich wie bei der Goldversion von Thief 1, sollte es auch für Thief 2 eine Goldversion mal rauskommen, beziehungsweise man hatte schon geplant, neuere Level noch einzubauen in einer Art erweiterten Version. Leider wurde dieses Projekt eingestampft, aber der Quellcode wurde freigegeben für die, also von den Entwicklern, für das Franchise, beziehungsweise für die Fangemeinde. Und viele dieser Fans haben sich halt das zunutze gemacht und haben Shadows of the Metal Age damit kreiert. Und wir spielen diesmal nicht den guten Garrett. Ich kann nur so viel dazu sagen, in diesem Spiel geht es parallel zur Metal Age Geschichte. Das heißt, es spielt noch während den Aufstieg der Mechanisten statt. Und deren Ende vielleicht, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Ich weiß nur, ich habe dieses Spiel einmal mal gespielt, also diesen Mod. Und ich war sehr begeistert davon, aber ich habe kaum noch Ahnung, worum es ging. Ich weiß nur, dass wir eine Protagonistin diesmal spielen. Und ja, wir werden versuchen, dieses Spiel auch wieder möglichst auf Experte zu spielen. Also ich werde alles auf Experte spielen, aber ob ich es ohne Morde und Totschlag schaffe, das weiß ich noch nicht. Wir drücken jetzt erstmal neues Spiel. Und ich muss sagen, auch das Layout sieht einfach fabelhaft und fabulös aus. Die Texte sind teilweise deutsch, nicht alle. Ich glaube, in-game ist, glaube ich, vieles englisch. Auch der die Vertonung und die Synchro ist alles englisch. Das heißt, ich versuche möglichst das zu übersetzen, was geht, was nicht geht. Bitte nachsichtig sein. Ihr wisst ja, ich und mein Englisch ist immer ein bisschen problematisch. So, dann würde ich sagen, los geht's. Finally. This day has finally arrived, and I'll get to set sail on my own, with my own ship. I've fought for this opportunity for so long, and now I can barely believe this day is here. I feel like a little child, filled with uncontrollable excitement. It'll be a long journey, and I'll miss my family, I know. But I've got to do this. I have to prove my worth, not just to my family, but to myself. I'll be shipping some goods to a large city for trade. I've never been there before, but it's rumored to be full of opportunity and wealth. At least I won't have to be there alone. My cousin, Kedar, has been trading in the city for a while, and I have some cargo for him. We used to play together when we were kids. I haven't seen him in so long, but he wants me to visit his new shop. I've missed Kedar. I look forward to this challenge, and I know that whatever may lay ahead, Linjala will watch over me, and I'll enjoy every minute of my adventure, even with the dangerous waters and approaching storms. Und die Mission heißt Unexpected Shelter. Fragt mich nicht, was das heißt. Ich glaube, unbekannte Ufer wird es wahrscheinlich heißen. Search the dark area for your cousin Kedar. Und wir haben schon erfahren, Kedar ist der Cousin unserer Protagonistin. Ihr Name wurde, glaube ich, noch nicht genannt. Aber das werden wir, denke ich, mal rausfinden. Und hier ändert sich erstmal vom Schwierigkeitsgrad nichts, außer natürlich, dass es auf Experte etwas schwieriger sein wird. Los geht's. Thing, little missy. I'll take care of your cargo until you get back. Okay, wir sind gerade angekommen. Wir sind jetzt in Dayport. Ich würde sagen, das sieht aus wie Dayport. Und ja, in dieser alten Stadt, wo auch Garrett herumschleicht. Wie gesagt, ihr seht auch schon, das Layout ist ein bisschen anders als bei Garrett. Wir haben zum Beispiel eine Kristallkugel, die uns jetzt zeigt, ob wir sichtbar sind oder nicht. Da wir ja keinen Umhang oder sonst was haben, also nicht wie ein Dieb gekleidet sind, sind wir momentan immer sichtbar. Aber das wird sich noch zur Zeit ändern. Beziehungsweise unsere Lebensanzeige ist diesmal eine, naja, über Ranken übersäte
Ich weiß nicht, ob das Ranken oder Blättern sein sollen als Lebensanzeige. Und ich muss sagen, mit dem neuen Patch, den ich wieder draufgehauen habe, der ist extra für dieses Spiel konzipiert worden. Also noch eine kleine Erweiterung, was die Bugs ein bisschen beheben soll. Ich habe auch ein bisschen die Gamma ein bisschen, ein klein wenig höher gemacht als das letzte Mal. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt noch im Laufe des Spiels, also ich teste es jetzt auf jeden Fall ein bisschen durch, ob ich es noch ein bisschen höher mache als in dem Vorgänger. Weil dieses Spiel soll noch ein wenig dunkler sein als das Hauptspiel. Und ja, Shadows of the Middle Age sagt ja schon vieles. Es geht um die Schatten des metallenen Zeitalters. Also etwas, was im Hintergrund stattfindet von der gesamten Geschichte. Und ich habe meinen kleinen Heat Potion gleich gefunden. Also Healing Oil. Diesmal ist der Ersatz für die normale Potion, die Geralt immer hatte. Und sonst spielt sich's eigentlich im Grunde fast gleich. Und wir gehen einfach mal unseren Cousin besuchen. Wo ist er denn? Da ist er ja. Und was ist das? Dayport. Warehouse. Kitar! There you are! Hey, I was just on my way down to the docks. You're early. I've missed you. It just isn't the same at home. I've missed you too, Sayer. I just go by Zaya now. I'm not a kid anymore. Come on, I'll take you back to my shop. I think you're really gonna like the city, Zaya. It's full of promise. You'll see. I can't wait to see. Okay, also wir gehen jetzt zu Kedars Shop und wir nehmen gleich mal die Karte hier mit. Zack. So. To Old Quarter, Computer District, Dock Office, da sind wir gerade angekommen. Und Old Quarter, also altes Viertel, das kennen wir ja, das ist also wirklich die Stadt von Geralt. Und wir haben auch wieder Notizen, wo wir reinschreiben können. Im Grunde ist es alles möglich wie in Thief 2. Nur haben wir diesmal, ich glaube, das können wir gar nicht lesen, oder? Diesmal haben wir, ja, wir sollten eine andere Protagonistin, Moment. Quick Save funktioniert auch, das ist schön. Und ich mag die Atmosphäre in diesem Spielraum, weil hier hat man sich sehr viel Zeug gegeben, wirklich Atmosphäre zu erschaffen. Gerade hier wieder mit diesem Regen und alles und den Original-Soundtrack, den man im Hintergrund, denke ich mal, hört. Und diese Detailverliebtheit halt. Genauso. Ja, ja, ich komme gleich. Moment. Ich gucke mir gerade ein bisschen alles an. Hier, die Fässer sind neu. Es sollen auch neue Waffen und so eingeführt worden sein. It may be pouring out here, but the city doesn't look as dangerous as I've heard. These streets are deserted. So, ich gehe mal mit. Well, I guess most of the city's not too bad, except for the poor section over to the west. There are some places there not even the city watch will go. Still, I wouldn't go out by yourself. The city's no place for a stranger, especially at a time like this. Also die Stadt ist nicht gut für Fremde, kein guter Zugang für Fremde. Hier kann man sich nämlich schnell an kriminellen Gesocks kann man hier schnell getroffen werden. Also man kann hier schnell sich verlaufen in dieser Stadt, diesen großen Städten, weil sie ist es noch nicht so gewohnt. Sie kommt ja aus dem alten Ägypten, was wir gesehen haben. Geht da genauso. Und ja, es ist natürlich für sie alles ein bisschen fremd und hier sehe ich etwas sehr Bekanntes. Für uns natürlich. Mechanisten. Und ich liebe diesen Soundtrack. Ich muss gerade sagen, ich genieße das. Auch, man hört übrigens auch die Laufgeräusche diesmal, als würden wir auf Stöckelschuhen laufen. You're gonna have to tell me all about your trip when we get back, Saya. It's been so long since I've seen anyone from the family. I sure hope this weather lets up soon. Wir sollen auf jeden Fall ein bisschen erzählen, was so in Familienkreis passiert ist. Weil er sieht sie wirklich kaum. Er muss ja hier arbeiten, um Geld zu verdienen. Deswegen ist er in dieses Land ja gezogen. Oh, eine Schmiede. Ist wunderschön. Und man sieht auch hier die Banner von Truart. Von Sheriff Truart. Der müsste ja auch zu diesem... The shop's not too far from here. Okay, es soll nicht mehr weit sein. Das Sheriff Truart, der lebt ja an dem Zeitpunkt noch. Und die Mechanisten, wie gesagt, auch. Das heißt... I can't remember the last time a morning looked this dark. Oh, es ist ziemlich dunkel, hat er meint. Oh, hier kann man leider nichts erkennen, schade. You know, just a couple streets over to the west of where we are right now, I had a friend tell me he saw a ghost. Really? Would you believe it? Some of the old buildings over there are supposed to be haunted. Es soll eine alte Villa oder ein Gebäude geben hier in der Stadt, wo man einen Geist gesehen hat, was man wohl nicht glauben kann. Es soll also dort spuken. Oh, was ist das? Hey, why are the day gates closed?
What's going on here? Huh? Oh! Oh my God! Oh my God! Nein, 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 nein! Nein, 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 lass mich in Ruhe! Wow! Nein, Kita! Oh oh, oh oh! Schnell weg, schnell weg! Weg, 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 weg! Wohin, wohin, wohin? Okay. Sie sind hinter mir her, ich muss mich irgendwo verstecken. Aber wohin? Da! Ein Gebäude! Schnell rein da! Oh nein! Maybe this isn't such a good idea. Ich glaube auch nicht, dass es eine gute Idee ist, dass wir hier sind. I'm not going in there. Are you crazy? That place is haunted. Yeah, I've heard some stories. It's not haunted. Then you go in there alone. I need people with me to search for her. Well, I'm not going in there, and anyone who does is crazy. Fine. Maybe you're right. The zombies can have her then. We'll just hang outside here to make sure she doesn't come back. I'll make certain she doesn't leave from the windows. Oh. Zombies? Sonst wäre ich Zombies. Und ich lieb... Ach, das ist so schön gerade. Ich muss es gerade genießen. Ich höre jemanden lachen. Habt ihr das auch gehört? Und hier liegt Blut auf dem Boden. Also sie trauen sich nicht rein, weil sie glauben, dass es verflucht ist. Und hier liegt eine Art Leiche. Und was ist das? A Rogue Map. Oh, hier haben wir eine selbstgezeichnete Karte vom Anwesen. Library. Dining Room. Was ist das? Was? Shreddy? Shreddy? Kann ich gar nicht mal erkennen. Ballroom. Und das ist nochmal die Stadt. Okay, dann gucken wir uns mal hier um. Es muss doch noch einen zweiten Ausweg geben. The Knowledge Depository will help you open this door. Search well. Ich was, ins Labor sollen wir gehen, um diese Tür zu öffnen? Ich soll den Schlüssel finden. Wer war das? Woher kommt diese Stimme? Wir gucken uns erstmal um. Ist natürlich saudunkel hier. Ich hoffe, ihr seht was. Wie gesagt, ich habe die Gamma ein bisschen höher gestellt. Bei mir ist es verdammt hell. Ich gehe mal hoch. Vorsichtig. Los, vorsichtig. Nein, hier spukt es nicht. Mal schon umgucken, ob wir noch ein paar Heiltränke oder sowas finden. Oder vielleicht ein bisschen Loot. Wobei, ich muss sagen, wir spielen ja keine Dieben. Sie ist keine Dieben. Alter, diese Korridore. Oh, hier ist was. Damn. Oder damn it. Nee, damn. I can't get out of this place. I can't understand how the door can be closed too fast by the wind while I barely opened it a half an hour. And Sue's terrible, horrible sounds and steps. They are getting closer every minute. Who are? What can I live in such a place? Tinker used to warn me about something strange here. I should have listened to him. Oh, my candle is almost burned out soon. I'll face the darkness. Whatever is coming, it will not easy to open it. Okay, also derjenige, es haben sich ja schon einige verlaufen und verirrt. Ich hoffe, es stört nicht, wenn ich die ein bisschen vorlese, die Texte. Ansonsten lasse ich es. Es sind viele Texte da. Und ich weiß, ich kann es nicht am besten so aussprechen. Also mein Englisch ist nicht so, not so good. Aber ich will auch mal dieses Spiel, es ist auch gut, wenn es jemand mal spielt, der es auf Deutsch spielt. Weil ich habe, glaube ich, kaum jemanden gesehen, der das Spiel bis jetzt auf Deutsch Let's Played hat. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe noch gar keinen gefunden, der es auf Deutsch Let's Played hat. Oh, hier scheint es rauszugehen. Also wir haben auf jeden Fall einen Garten oder einen Hof im hinteren Bereich. Wir gucken uns ja überall mal um. Und ich mache es mal anders wie als in Thief. Ich lasse die Türen offen, um zu sehen, wo ich war. Erstens, weil das Spiel für mich noch ein bisschen fremd ist. Und zweitens...
Okay, das ist sehr beunruhigend, wenn da auf einmal Kerzen hin und her quietschen. Außerdem, wie gesagt, wir haben, denke ich mal, hier nicht so viel zu befürchten. Okay, ich glaube, es spukt wirklich hier. Mal gucken wir mal, ob hier was ist. Wir können auch wieder Gegenstände aufnehmen. Ich mach mal einen Quick Save. Ich weiß, ihr sagt immer, Garrett, du musst speichern. Okay. Wo, das Mädchen kam aus diesem Raum. Okay, hier ist abgeschlossen. Oder es geht einfach nicht auf. Oh, Bücher. Auch übrigens neu, dass man jetzt hier diese Bücher aufklappen kann. Fire Lyrics. From Note of Unknown Adventure. Also von einem unbekannten Abenteurer. Oh, das ist ziemlich viel, was ich vorlesen müsste. Ach man, aber ich lasse es mal so. Und für die Leute, die es jetzt interessiert, die können hier an diesen Punkten stoppen und können sich das mal Ganze durchlesen, wenn sie möchten. Ich kann ja mal mich ein bisschen auskundschaften. Warte mal, kann man da oben da auch was lesen? Nee. Ich kann ja mal ein bisschen auskundschaften, was das alles so bedeuten hat. Auf jeden Fall cool, dass man hier die Bücher so alle aufklappen kann. Spells for fixing things, how you want them to be. By Richalia. Also, Zauber, um Sachen zu reparieren. Seite 3. Das scheint ein Handbuch zu sein. Oder, naja, ja, Handbuch für Zauberer wohl eher. Also, man hat hier auf jeden Fall Magie mit am Werk. Vielleicht ist es ja gar kein spukenden Grund, sondern einen, wie sagt man, magischen Hintergrund, das Ganze hier. Excerpts from Ronald's Life, oder Roland's, Roland heißt es, glaube ich, oder? Roland's Life and History Notebook. Ja, hier gibt es wirklich viel zu lesen. Ich glaube, wenn ich das jetzt alles vorlesen würde auf Englisch, ich glaube, da wird das wieder eine Dreifachfolge hier. Alter, wie viel ist das? Ah, da muss man sagen, Hut ab von den Leuten, die das gemacht haben. Die haben immerhin sich sehr viel Mühe gegeben, hier noch ein bisschen Hintergrund noch mit einzubauen. Aber ich glaube, teilweise sind das nur Sachen, wobei ich nicht genau weiß, ob die Sachen vielleicht wichtig sind für die Handlung. Ich habe das Spiel damals durchgespielt und habe es trotzdem kapiert. Oh, jetzt habe ich die, habe ich gerade die Tür von hier aus geschlossen? Hallo? Grüß dich. Ich mag das nicht, wenn Geister hier verschwinden, einfach so. Okay, die stehen immer noch draußen und warten. Wo kommt denn das Licht her? Wo kommt das Licht her? Das ist... muss sagen, ein bisschen unangenehm, gerade hier zu sein. Okay, eine Tür ist noch zu, aber... die muss man doch irgendwie aufkriegen, oder nicht? Warte mal. Hier geht eine Fackel an. Und hier geht eine Fackel an. Aber die gehen auch wieder aus, wenn ich rausgehe, wa? Oder ist das nochmal... sind das die einzigen Räume? Ich suche irgendwie einen Schalter oder sowas, um die Tür zu öffnen. Egal, wir gehen mal nach unten. Hier geht's auch noch im Bereich. Okay, hier geht auch anscheinend das Licht an. Das muss der Ballsaal sein. Was ist hier nur passiert? Hier war mal ein Banner. Das, die Fackeln geht nicht an. Oh, warte mal. Ach so, das ist mit Gewichten. Warte mal. Dann gucke ich mal in meine Tasche. Übrigens hier der Kompass. Der neue Kompass sieht auch ein bisschen besser aus, finde ich. Die Karte. Warte mal, was ist denn das? Captain Lock. Manifest. Ach, das ist von unserer hohen See, die wir bereist haben. Kann ich es hinlegen? Nee, kann ich nicht hinlegen. Schade, warte mal. Die Karte, die brauchen wir. Warte mal, wir können die Ölflaschen hinstellen.
Die sind stark genug. Und jetzt noch das hier. Ah. Ein geheimer Durchgang. Ein Secret gefunden. Ich glaube, sie heißt Leia oder Lia. So ist sie, glaube ich, ihr Name. Und unser Cousin wurde erschlagen. Vor unseren Augen. Warum, wissen wir nicht. Nur raus können wir hier nicht. Was ist denn hier? Oh, ein schöner Rosengarten. Was ist? Ich mache mal einen Quicksave. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier sicher ist. Oh, was haben da? Früchte. Das sind doch diese Flaumis von den komischen Affenmenschen. Also jedenfalls hatten die das da. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an Konstantins Villa. Warum auch immer. Oh, was ist das? Sag mir nicht, dass das ein Friedhof ist. Auf jeden Fall leuchtet hier was. Was ist das? Ah, Basement Key. Das wird da wohl sein. Ich weiß nicht, ob man das Wasser berühren sollte. Wir gehen lieber. Dieses Anwesen ist auf jeden Fall sehr groß. Und wer ist diese unheilvolle Stimme, die uns zugeflüstert hat? Hm. Sogar mit kleinen Terrasse. Irgendwie muss ich gerade an die Heiden denken. Warte mal, hier ist auch noch eine Tür. Oh, eine Küche. Wieder ein Heiltrank. Nur Geschirr. Ah. Und hier sind auch nur Teller. Ah, jetzt sind... Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Okay. Der Schlüssel wird wahrscheinlich für hier sein. Dann gehen wir mal hier rüber. Ich hoffe nur, dass der Zombie liegen bleibt. Ich hoffe es für ihn. Weil wir haben keine Waffen. Wir können uns absolut nicht wehren. Und wir sind nicht unsichtbar. Wir sind die ganze Zeit sichtbar. Okay, es geht natürlich... Alter. Ich höre irgendwo fliegen. Spinnennetze. Und ein geheimer Gang. Haste will lead to death. Well intention will serve the best. Okay. Was will er von uns? Will er mit uns spielen? He ignored the path that is straight as the falling death. Then he chose right most. Though not right he was. Wir sollen... Oh. Who are you? I don't understand why you're helping me. Die versteht nicht, warum er uns hilft. Übrigens hier unsere Quest, die wir erledigt haben. Kita haben wir gefunden. Kita folgen bis zum Shop ging nicht. Geflohen sind wir vor den komischen... sagen wir mal Rüpeln. Find a safe place to hide until you can figure out what's going on. And someone is going to a lot of trouble to help you. Just the strap. Find out it is, who it is. Also es sind auch Fallen hier drinne. Und wir müssen rausfinden, welcher Weg der richtige ist und welcher zum Tod führt. Ich hab echt keine Ahnung. Ich gucke ein bisschen auf die... Oh nein, hier sind überall Bodenplatten. Da ist eine Bodenplatte. Da sieht man ja, dass es eine Bodenplatte ist. Da ist eine Bodenplatte. Und hier ist keine Bodenplatte. Aber eine tote Ratte. Ist natürlich nicht gut. Ich gehe mal hier rein, ich guck mal. Today. Okay. Es sieht ziemlich verrückt aus, wer das geschrieben hat. Oder wer da seine Gedankengänge reingeschrieben hat. Was? Squeak, squeak, squeak. Und dann diese tote Ratte. Was könnte das bedeuten? Ich müsste mir das echt später mal in Ruhe durchlesen. Ich will jetzt nicht die ganze Aufnahme damit versammeln. Ich weiß, das wäre natürlich für euch besser.
wenn ich das auch alles ein bisschen vorlesen würde. Ich frage mich, was passiert, wenn wir die Fallen auslösen. Wir haben noch Kisten da. Ich werde einfach mal ein paar Kisten nehmen. Dafür sind sie bestimmt da. Ah! Man fällt da rein. Die sind gar nicht da, diese Böden. Und der hier? Auch nicht. Okay, gut, dann war das so quasi eine kleine Prüfung. Und es ist gleichzeitig das Tutorial von dem Spiel. Was haben wir denn hier? Noch mehr Kisten und Hämmer. Steine. Moment, ich mache wieder einen Quicksave. Ich bin ein bisschen... Wood will provide the safe passage. Ja, sind jetzt die... Sind jetzt die Platten, also die Fliesen gut, oder? Oh, wir laufen langsamer, wenn wir den Stein haben. Das ist realistisch, weil sie ist ja nur eine Frau. Oder den... Warte mal, Holz? Holz scheint safe zu sein. Ich schmeiß jetzt trotzdem die Idee mal auf die Plattform hier. Oh Gott! Oh Gott, ich lade mal kurz neu. Alter! Oh! Ich habe ja noch meine alten Speicherpunkte, sind ja noch hier. Naja, gut, wir haben ja noch den Quicksave. Da muss ich mal die ganzen alten Speicherpunkte mal überspeichern. Wood will provide the safe passage. Okay, auf jeden Fall die... Wow! Okay, ich hätte den Stein nicht reinschmeißen sollen. Ich dachte, wir lassen sie mal ausgelöst, dann sind wir ein bisschen safer. Anscheinend darf man die Platten überhaupt nicht belasten. Okay, gut. Wood will provide the safe passage. Okay, das ist ein Geheimgang. Und da hinten sehe ich Totenköpfe und Skelette. Ich glaube, der Weg da drüben ist auch nicht safe. Oh, scheiße, ich hing fest. Ah. Mann, ich will es schaffen, ohne Schaden zu kriegen. Okay. Einmal hopp. So. Jetzt muss ich hier wieder rüber. Und jetzt muss ich da rüber. Okay. Ein Schalter. Ich weiß nicht, was wir gerade aktiviert oder deaktiviert haben. Aber ich hoffe, es sind die Fallen. Das sieht aus, als wäre hier Stacheln aus dem Boden. Ich weiß nicht, wir haben jetzt irgendwas deaktiviert. Oder aktiviert. Ich mach's einfach mal. Hallo! Okay. Es sind anscheinend wirklich kleine Prüfungen hier. Oh. Patience, young girl. Do not let your quickness and your youth guide you. Oh. Das ist ja mal cool. Wow! Ich habe einen Schritt zu viel gemacht. Okay. Ja, sorry, ich konzentriere mich ja. Ich weiß, ihr wollt das ein bisschen genießen. Okay, gucken wir mal, was das Vieh macht. Und dann auch noch Fallen. Diese Köpfe, die kenne ich doch irgendwoher. Das ist schon geil gemacht, ganz ehrlich. Schon so lange nicht mehr durch dieses... Das mit diesen Brücken, das kennen wir schon. Das ist eigentlich die Technik der Heiden. So, der schießt jetzt. Dann schießt der. Okay. Dann schießt du nochmal. Wir können durch.
Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Dankeschön, kleines leuchtendes Dings oder was auch immer du bist. Ach so, der Weg bleibt. Ich dachte, der bleibt noch eine bestimmte Zeit. Oh nein. Suppress your pride. Kneel by the guardians. Press your guide. Das sieht aus, als würde hier der Typ. Alles, was in seiner Sichtweite ist, wird, glaube ich, getötet. Okay, wie ich es mir dachte. Und hier genau dasselbe. Warte mal, was schießt denn der? Okay. Ganz schön laut. Okay, ich hoffe, der macht dasselbe. Ich bleib mal geduckt. Ich habe ein bisschen jetzt Bammel, dass mir der Kopf kürzer gemacht wird. Oh, eine Höhle oder sowas. Wow. Ich weiß nicht, ob wir... Sind wir überhaupt noch im Anwesen? Ich glaube, wir sind nicht mehr im Anwesen. Warum habe ich jetzt nur gerade das Lied der Katakomben im Kopf? Also ja, die Mission, nicht das ein Lied selbst. Es gibt hier zwei Wege, wie es aussieht. Links geht's lang und rechts geht's lang. Das sind Fackeln. Ich gucke mal erstmal rechts. Ich gucke mich erstmal um, bevor ich irgendwelche Schritte mache. Oh, das führt alles zusammen in eine Richtung. Gibt es falsche Wege? Ja, toll. Wow, wir haben uns nicht verletzt. Okay, ich vertraue jetzt kein Gras mehr. Und ich höre Spinnen. Ich höre Spinnen. Da kommen wir nicht durch. Okay, dann gehen wir den anderen Weg. Oh Gott, für alle, die jetzt eine Spinnenphobie haben, also eine Arachnophobie, wenn die Spinnen kommen sollten, weggucken. Aber ich glaube, wir kommen an einen etwas sicheren Ort. Wo sind wir hier? Oh, hier lebt jemand. Hallo. I am Malik. You are in trouble, yes? You come here to seek safe harbor. Thank you. I don't know what to say. Say nothing of thanks, but sit a while and tell me of your woes. Auftrag erledigt. Wir haben alles erledigt und das war, glaube ich, dann auch schon die Mission. Und der gute Malek hat uns gerettet. Mission erledigt. So, unsere Statistik. 0 Beute gab es im Spiel. 1 Secret gefunden, 1 von 1. Und ich glaube, ich werde auch diese Statistik wieder machen. Das heißt, ich werde versuchen, keine Wunden zu machen. Möglichst nichts kaputt zu machen, nichts K.O. zu schlagen. Wir versuchen ein bisschen trotzdem auf die Thieves-Spur zu bleiben, weil immerhin ist es trotzdem Thief, auch wenn wir eine andere Protagonistin gespielt haben. Ich weiß nicht, wie das Spiel bis jetzt bei euch ankommt, also diesen Mod. Könnt ihr ja mal reinschreiben, ich würde mich freuen. Ich finde es geil, es ist mal was anderes. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Mission wieder. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Aber ich denke mal, wir werden mehr ein bisschen über diesen Malek herausfinden und was es zu tun gibt. Bis dann, bleibt dabei. Ciao.